Hallo zusammen, ich mache jetzt dieses Video, was für mich an sich ungeplant kommt und weil ich nicht anders Zeit habe, sitze ich hier mit nassen Haaren. Denn zum Föhnen komme ich heute auch nicht, ja. Wieso, weshalb, warum? Dieses Video, ihr liest schon oben Fantasy, darum soll es gehen. Ich wollte nur kurz vorher was sagen. Und zwar hatte ich eine furchtbare Woche und wer mir auf Twitter folgt, ich steche mal ein Stück weg, ich glaube, das ist mir zu nah. Weiß schon Bescheid, warum, weshalb, wieso, da ist eine Fliege, weil einfach, ich möchte nicht viel dazu sagen, ich möchte nur dazu sagen, wenn jemand, den man liebt, im Krankenhaus ist, ist es nie witzig, und wenn ich das Ganze organisieren darf und wer weiß das alles, ist es noch viel weniger witzig. Macht sich natürlich auch Sorgen, ne? Und dieses Video hatte ich schon vorher gedreht, aber es hat dann nicht funktioniert mit dem Hochladen und bla bla bla, das ging dann auch alles nicht. Und ich wollte es unbedingt hochladen, weil der liebe Dave Andy 89 Kanal unten in der Infobox hat mich immer schon darauf angesprochen, weil ich glaube, dass er momentan auf dem Urban Trip ist und auf dem Vampir Trip und da wird es dann auch ein bisschen drum gehen. Ja, und deswegen habe ich gedacht, ja, okay, dann machst du das Video mal und irgendwann zwischendurch, aber dann kam halt wieder so viel übereinander. Und ich hatte mir eigentlich überlegt, diese Woche einfach kein Video zu drehen, weil ich das zu stressig finde. Jetzt könnt ihr sagen, warum hast du denn trotzdem jetzt ein Video gedreht? Abgesehen davon, dass ich dem David das zeigen wollte. Ganz einfach. Und euch natürlich. Also. Wer das letzte Video von Sternchenstar 2010 10. Sternchenstar 2010 gesehen hat, wird, also das war ein Yankee Candle Haul und ich habe erstmal vorab eine gute Nachricht. Ich habe ja immer gesagt unter allen Kommentaren, ich vertrage Yankee Candle nicht, ich kriege sofort Kopfschmerzen von den Tarts. Ich weiß nicht, was los ist, ich weiß nicht warum, weil ich vertrage, also ich kann auch ein Lush, boah, heute habe ich aber echt einen Sprachfehler. Ich kann auch in einen Lush Shop gehen, ohne direkt zu machen. Also ich habe überhaupt keine Probleme damit. Aber diese Tarts, wirklich, meine Mutter hat ja mal eine riesen Tartbestellung gemacht und ich habe mir auch Pancake und wer weiß was alles ausgesucht. Sehr klug, Pancake Tarts zu riechen, wenn man abnehmen möchte. Ist ganz groß. ja. Und was soll ich noch sagen? Ja, jedenfalls habe ich die nie vertragen und es war ganz, ganz furchtbar, fand ich für mich, weil ich mag Gerüche einfach total gerne. Ich habe auch hier Duftkerzen stehen von Ikea. Die kennt ja wahrscheinlich jeder. Und jetzt hat meine Mutter bei der letzten Enkelkindbestellung diese Gläser bestellt, die auch die liebe Sternchenstar 2010 bestellt hat. Und da war unter anderem dabei Black Cherry als kleines Glas. Und ich liebe Black Cherry. Also das ist, also steht noch mit meiner Mama, ich muss es noch mit hier rübernehmen. Ich habe es dann auch mal angemacht und wir haben so ganz vorsichtig getestet, okay, verträgt sie es nicht, weil wenn man Kopfschmerzen bekommt und das ist ja nicht schön, also das macht man ja nicht freiwillig. Ich vertrage den Geruch total gut, wahrscheinlich liegt es einfach daran, muss man die Gläser testen, ob es an den Gläsern liegt. Ich weiß nicht warum, ich die vertrage und nicht die Tarts, keine Ahnung. Jedenfalls riecht das nach Huba-Buba. Nach Huba-Buba Kirsche und das ist total eine Kindheitserinnerung, wo wir dann immer auf dem Heimweg von der Schule versucht haben, Blasen, Kaugummi-Blasen zu machen. Oh, ich bin ein Schelm, der Böses dabei denkt jetzt, ne? Ja. Und deswegen riecht das so toll. Und ihr Video war einfach so, ja, und sie hat mich zum Lachen gebracht. Und das war das erste Mal wirklich diese Woche, dass ich gelacht habe, weil ich echt keine Zeit und kein Gefühl nach Lachen hatte. Wirklich nicht. Deswegen habe ich auch ein Buch gelesen, was nicht zum Lachen ist. Also ich habe gelesen von Dan Wells. Ich will dich nicht töten. Das ist der letzte Teil der Trilogie. Ja. Und jetzt habe ich ganz viel davor gequatscht und noch gar nicht mit dem Video angefangen. Aber das machen wir jetzt mal. Worum soll es hier also gehen? Es soll gehen um Urban Fantasy, aber eine Unterkategorie von Urban Fantasy. Nämlich, ich bezeichne sie mal einfach als starke Frauen. Ausschlaggebend, aber das erkläre ich noch alles, ist im Laufe, wenn ich euch die Bücher zeige, sind mehrere Kategorien. Erstmal müssen Frauen die Hauptdarstellerin sein. Dann müssen diese Frauen einen Beruf haben. Der kann sowohl mythisch sein als auch nicht. Also er kann Dämonenjägerin sein, er kann aber auch, wie bei Spooky Steakhouse, Kellnerin sein. Also sie haben einen Job. Sie verlieben sich in Männer, die eigentlich nicht so, wo man auf den ersten Blick denkt, ach, die sind einfach zu haben und die sind normal und einfach, sondern immer in ganz komplizierte Männer. Also ich habe noch keinen
der einfach war. Nein, kein bisschen. Meistens verlieben sie sich auch in zwei Männer, aber nicht immer. Die sind selbst, haben irgendwas Magisches, Mystisches an ihnen. Es kann ganz einfach sein, eine ganz Kleinigkeit, dass sie einfach so wie bei, ich nehme jetzt Suki, weil das ist einfach eins der Beispiele, dass sie Gedanken hören können. Es können aber auch wirklich Dämoninnen sein oder wer weiß was, Werwölfin. Ja. Und es spielt halt in Urban Fantasy. Urban Fantasy bedeutet unsere Welt oder ein bisschen zukünftige Welt, aber mit mehr Fantasy drin. Deswegen gibt es ja die ganzen Gestalten. Also es ist keine Jetztzeit-Fantasy, sondern es ist eine Urban Fantasy. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut erklärt. Jetzt kommen wir zum Problem. Ich stelle euch die Bücher vor, aber ich habe nicht von jedem den ersten Teil. Meistens habe ich auch den sechsten Teil oder den siebten Teil da. Ich packe euch aber die ersten Teile, wie die heißen, alle in die Infobox, wenn ich dran denke und das schaffe alles. Ja, ich fange einfach mal an und dann merkt ihr schon, also ein paar Sachen fallen natürlich auch auf. Zum Beispiel tragen die alle kein Make-up. Und wenn sie Make-up tragen, wird das nur mit beschrieben mit und sie legten kurz Make-up auf. Es wird nie genau hier von wegen auch und dann tuscht sie sich die Wimpern und macht sie die schick und wer weiß was. Ja, und sie sind alle hübsch auf ihre besondere Art. Also das heißt, es sind alles natürlich schöne Frauen. Wenn man die Beschreibung liest, findet man sie schön. Sie selbst finden sich übrigens nie so hübsch. Also sie rennen nie durch die Gegend und sagen, ja, ich bin schon hübsch. Ne? Und sie haben meistens was Besonderes. Ich muss mich mal kurz drehen und die Füße hochlegen, denn das Video wird ja ein paar Minuten länger dauern. Ey, so. Also, ich nehme jetzt einfach mal wahllos aus meinem Haufen, das sind mir mehr Bücher. Ich hoffe, das ist der erste Band. Ich gucke mal einfach nach. Nein, ist ja nichts. Das ist der zweite Teil. Von Ilona Andrews, dahinter verbirgt sich ein Ehepaar. Stadt der Finsternis ist die Reihe. Einfach mal so. So sieht nicht der erste Teil aus. Der erste Teil ist, glaube ich, blau. So, worum geht es? Und ich kann mir nicht die Namen merken. Ich lese zu viele Reihen. Ich gucke mal eben hinten drauf. Genau, Kate. Kate ist eine Frau, also Kate Daniels, die hat die Aufträge bekommt. Es wird sie als Söldnerin beschrieben, das ist immer ein bisschen blöd. Also sie tötet nicht einfach wahllos Menschen, sondern, ja, das sowieso nicht. Tötet keine Menschen. Sie sorgt halt sozusagen, sie bekommt Aufträge, die sie erfüllen muss. Sagen wir es einfach mal so. Und sie lebt in einer Welt, in der es Phasen von Magie gibt, wo halt zum Beispiel elektronische Sachen nicht mehr funktionieren. Ich halte euch das mal so hoch. Und es gibt halt Phasen von Elektronik, da funktioniert noch alles. Phasen von Magie heißt auch, dass viele Autos nicht funktionieren. Es gibt wohl spezielle Autos, die damit funktionieren mit Magie. Aber, wie soll ich das jetzt sagen? Dann muss man halt mal auf den Esel umsteigen. Ist so. Bereits im ersten Band lernen wir den Leitwolf der Werwölfe kennen. Mehr verrate ich mal nicht. Wer mir vorhin so gehört hat, weiß dann, worum es geht. Es ist sehr lustig, oder im zweiten Teil. Das Ganze spielt in Atlanta, also in den USA. Es ist eine wirklich tolle Reihe. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas erwähnen muss dazu. Die ist einfach so gut, wirklich. Und ich freue mich jetzt auf den nächsten Band. Der kommt, glaube ich, nächstes Jahr erst raus. Die sind wirklich, wirklich gut. Also da kann ich auch nichts anderes zu sagen. Ich liebe den Humor da drin, ich liebe sie. Sie hat ein Häuschen außerhalb von Atlanta und halt eine Wohnung in der Stadt. Und ja, dieses Häuschen außerhalb ist so ein richtig gemütliches Häuschen, also finde ich total niedlich. Und ja, das Problem ist, ich würde euch gerne erzählen, was sie ist. Ich weiß aber nicht, wie viel ich da schon vorgreife. Ich kann nur so viel sagen, dieses Schwert, was ihr hier seht, ist auch wirklich ein Schwert. Das spielt eine große Rolle. Und was ich total strange finde, ist, das Schwert braucht auch Nahrung. Und wenn sie halt nicht genug kämpft, dann legt sie ihm halt mal ein Stück Rohsteak dahin. Zum Schwert. Ja, ne? Aber sehr, sehr cool. Kann ich nur empfehlen. Ist erschienen im Lux Verlag. Kostet, glaube ich, jeder Band 12,95. Kann ich nur empfehlen. Also das ist wirklich toll. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, kann ich euch eine Rezension zu den Büchern mal genauestens abdrehen. Oder aber ihr liest bei Amazon oder in irgendwelchen tollen Blogs oder Videos einfach mal nach, worum es da geht. Also Ilona Andrews kann ich nur empfehlen. Stadt der Finsternis, die Reihe von ganzem Herzen. Wirklich. Dann neu angefangen, jetzt vor ein paar Tagen. Das habe ich euch auch gezeigt in meinem Buchkauffreie Zeit.
meiner buchkauffreien Zeit. Nocturne City, das ist auch eine Reihe. Das ist der erste auch. Ich habe den ersten, Schattenwölfe. Werde mir definitiv den zweiten noch zulegen. Hierbei geht es um Luna Wilder. Luna Wilder ist eine Werwölfin und arbeitet bei der Polizei. Das weiß aber so keiner, weil die Werwölfe ja ein eigenes Stadtgebiet haben und einfach als ganz andere Menschen gelten. Also das ist noch ein bisschen problematisch. Die Werwölfe werden noch nicht so akzeptiert. Aber es gibt sie und das weiß jeder. So. Ich überlege gerade, ob ich die Karte hier finde. Was ich natürlich ganz toll finde, ist, bei einigen Büchern gibt es Karten. Und wenn Leute relativ häufig den Ort wechseln, dann ist das schon sehr wichtig. Ich glaube, hier ist keine drin, weil Schotterfenster in der Nähe. Also es ist Nocturne City. Luna lebt mit ihrer Schwester zusammen in einem Haus. Nein, mit ihrer Cousine ist das, genau. Mit ihrer Cousine, die ist eine Hexe. Und jetzt geschieht halt eine Reihe von Ritualmorden, die aber auch darauf hinweisen könnten, dass es Werwölfe gemacht haben. Und Luna gerät dann in eine Rudel. Sie ist halt außerhalb, sie lebt halt in keinem Rudel. Und es passieren verschiedene Dinge. Sagen wir es einfach mal so. Ja, sie trifft auf Dimitri Sandowski. Das ist ein sehr stranger ehemaliger, ich weiß gar nicht, was das ist. Also es ist, also er wird dargestellt als ein ehemaliger Zuhälter anfangs. Muss man einfach sich mal reinlesen. Wie gesagt, Nocturne City, was natürlich total cool ist, ist, dass das Cover ganz normal ist. Bis auf die Schrift hier unten, ist ein bisschen anders. Aber die Augen, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, die sind so. Hat mir sehr gefallen. Ist jetzt ein Roman, wo ich sagen würde, oder ist es auch im Lux Verlag erschienen, ist es eine Fantasy-Reihe, wo ich sagen würde, ja, ist schon nicht schlecht, ist aber auch nicht der Überflieger. Ich werde sie weiterlesen, weil sie mir einfach gefällt. Würde aber, wenn man jetzt dieses Genre unbedingt lesen möchte, nicht das als ersten Roman empfehlen. Oder vielleicht als ersten Roman, weil dann wird man von den anderen, steigert man sich hoch. Übrigens möchte ich dazu sagen, ganz wichtiges Thema ist die Erotik immer in den Urban Fantasy Büchern, dieser Kategorie, die ich euch jetzt vorstelle. Bei Stadt der Finsternis gibt es auch erotische Szenen, aber erst sehr, sehr viel spät kommt es wirklich zu einem Liebesakt. Nicht Sex einfach nur. Hierbei gibt es eine extrem heftige Sexszene, wobei ich habe schon extremere erlebt. Ich sage nur Dämonenkuss, das koche ich euch heute auch hier vor. Aber da ist schon, wo ich sagen würde, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, man denkt dann so, und sie schlafen miteinander und dann dachte ich nur, oh mein Gott, okay, so genau wollte ich es. Kann man es auch wissen wollen, ne? Aber Hossa. So, also Nocturne City. Dann, ja, da habe ich leider nur den sechsten Band. Den habe ich noch nicht mal durchgelesen. Das ist total, ich schäme mich voll. Ich habe nur angefangen. Die Midnight Hour Reihe. Die ist total schön. Achso, habe ich euch schon erklärt, warum ich nur die verschiedenen Bände hier habe? Weil ich meine Bücher sortiere und ich weiß, wo die sind. Teilweise. Wenn nicht, habe ich es jetzt getan. Also, Midnight Hour. Midnight Hour ist eine total coole Reihe. Allein schon, weil es hier vorne, in den ersten Bänden ist vorne und hinten, leider ist danach, also in den ersten dreien, danach sind die, ist es nicht mehr so, sind hier die Radiosongs drin. Denn, oder Songs, die passen. Midnight Hour ist eine Radiosendung, die wöchentlich ausgestrahlt wird von Kitty Novel. Ja, Kitty. Und Kitty ist eine Werwölfin, die Kitty heißt. Und in ihrer Midnight Hour rufen Vampire an, Werwölfe, aber auch einfach nur Psychopathen, also Sektenmitglieder oder weiß was. Und sie diskutiert die mythischen Themen dieser Welt. Es weiß keiner, dass sie ein Werwolf ist. Und ja, im ersten Band ist das, ich überlege gerade, ich will euch ja nichts verraten. Also ich will nicht sagen, und dann passiert das und das und das. Es gibt auch Vampire in dieser Welt. Vampire sind sehr cool. Und andere Wehrtiere. Also es ist eine wunderbare Reihe, wirklich, ich kann sie empfehlen. Ich zeige euch mal, wie die anderen Bücher aussehen. Die sind nämlich hier hinten abgebildet. Das ist der erste Teil. Die sind also alle in einer anderen Farbe. Ich liebe die Reihe wirklich auch. Es gab so ein paar Schwächen. Ja, jetzt fragt ihr euch, ja, und auf wen trifft sie? Und dann wird sie einen Partner finden. Sie trifft auf jemanden. Aber man, das ist wirklich eine Reihe, wo ich das gesagt habe, okay, das vermute ich wirklich nicht, dass das dann da rauskommt. Ja.
Mittlerweile ist sie auch verheiratet, was ich ganz schön finde, weil sie ein sehr lustiges Eheleben hat. Zumindest wenn man das so anfängt zu lesen. Also finde ich wirklich gut. Gefällt mir wirklich gut. Kann ich nur empfehlen. Ist erschienen im Heine Verlag. Kostet jeweils 12 €. Ist aber auch relativ dick. Ich weiß gar nicht, ob die erste. Ich glaube, der erste ist relativ dünn. Aber es gefällt mir total gut. Und der erste heißt, kann ich direkt sagen, Die Stunde der Wölfe. Dann kommt die Stunde der Vampire, die Stunde der Jäger, die Stunde der Hexen, die Stunde der Spieler und die Stunde des Zwielichts. Ja, und den lese ich wahrscheinlich diesen Monat nochmal gucken. Ja, dann kommen wir mal zu einem Buch, was jetzt auch letztens der David erst rezensiert hat. Nein, da ist mir etwas runtergefallen. Charlaine Harris, Vorübergehend Tod, warum das ein Urban-Roman ist, der in diese Kategorie passt, ist einfach, es geht um Suki, Steakhouse, und wer das noch nicht weiß und jetzt auch sich kurz die Inhaltsangabe nicht anhören will, der springt einfach kurz vor. Suki ist eine Kellnerin und kann Gedanken hören. Und die Vampire haben sich bereit, also sind an die Öffentlichkeit gegangen, weil es True Blood gibt. True Blood ist synthetisch hergestelltes Blut. Und so nach dem Motto, wir brauchen kein Menschenblut zu trinken, wir trinken ja das. Wir sind eigentlich in Wirklichkeit lieb. Und eines Tages betritt Bill Compton, ein Vampir, ihre Bar, in der sie arbeitet, ist ein total süßes, verschlafenes Nest Bonhomme. Bonhomme? Ich kann halt nicht mehr reden. In Louisiana und ja. Die Gedanken von ihm hört sie nicht. Übrigens, die meisten Romane spielen wirklich in den USA. Ich überlege gerade, ob ich einen habe, der das nicht tut. Und die spielen alle in den USA. Und ich muss mich mal kurz, ganz kurz. Das Quietschen ist übrigens mein Stuhl. Nicht wundern. Also noch ein Punkt, der wichtig ist bei diesen Romanen, die spielen in den USA. Dann, ja, ich überlege gerade. Ja. Also. Dann haben wir Dämonenkuss. Jenna Black, die Exorzistin-Reihe, also die, das heißt die Exorzistin, was natürlich sehr cool ist, ich weiß nicht, ob das sieht. Das Licht auch gerade mal wieder ein Stück weg. So. Das Cover ist halt hier mit diesen Verzierungen und sie hat halt auch eine Tätowierung. Ich habe dazu schon mal eine Rezension gemacht. Wer das noch nicht gesehen hat, packe ich in die Infobox. Sie ist Exorzistin, also sie heißt Morgan Kingsley. Das spiele ich schon. Und sie exorziert Dämonen, denn es ist so, in der Welt leben Dämonen offen. Also man kann sich als Dämonenwirt bewerben und die Dämonen sind auch eigentlich alle gut. Also sie sind Feuerwehrmänner, sie sind Polizisten, sie retten Leben, weil sie den Körper von ihrem Wirt auch stärker machen und unverwundbarer. Und eigentlich ist es ein was ganz Tolles, einen Dämon zu beinhalten. Das Problem ist, dass halt manche Dämonen nicht so nett sind. Und da kommt sie als Egoistin, als Exorzistin ins Spiel. Sehr coole Reihe. Wie gesagt, da steht auch hinten steht drauf, Spannung, Action, Sex, ein vielversprechendes Debüt. Sagen wir es so, für 7 € erschienen im Knauer Verlag. Nichts für, ich sag jetzt einfach mal unter 18-Jährige, wirklich. Weil ich mit der Sexszene da drin nicht gerechnet habe. Es ist auch keine Vergewaltigung und sowas, das ist so schlimm, ist es nicht. Aber es gab eine sehr homosexuelle, erotische Szene zwischen zwei Männern, die extrem, extrem ist. Nicht, dass ich generell damit ein Problem habe, auch davon zu lesen nicht, aber wer diesen Roman gelesen hat, wird mir zustimmen, dass es nicht so ist, so einfach ist. Ja, ich war überrascht. Ja, sie, ach so, vom Aussehen her, ach ja, ne? Die meisten sind dunkelhaarig, das habe ich jetzt total vergessen, nicht alle. Hier auch, sie ist halb, hat glaube ich eine Halbglatze oder so. Und ist extrem auffallend. Das sind die eh immer, also Suki ist halt blond, wie wir es auch aus der Serie kennen. Gott sei Dank nicht so naiv in der Serie. Ich überlege gerade, Kitty ist glaube ich auch blond. Also die Frauen sind immer hübsch, haben, ja. Immer verschiedene Haarfarben. Gott, ich komme aus dem Konzept. Jetzt habe ich noch ein paar Perlen für euch, glaube ich. Ja. Und zwar, ach, mein Hals wird trocken. habe ich eine Buchreihe und da möchte ich mal vorher was sagen zu. Also,
Die ist von Casey Daniels. Ich habe hier den dritten Teil, glaube ich, oder den vierten. Ja. Oh, merkst du, mein Hals wird ganz trocken. Und ich mag den Feder- und Schwertverlag wirklich. Nicht nur wegen Shalane Harris, wobei ich jetzt ja die Bücher aus dem Weltbildverlag habe, sondern weil er auch viele Rollenspiele da hat und ich die wirklich gut finde. Also ich finde, ich spiele auch Rollenspiele, das ist einfach ein super Verlag. Aber was die Cover dieser Reihe betrifft, und da werde ich auch nochmal eine Rezension zu machen. Ne. Das erste Buch ist in knallend rosa gehalten, was jetzt vielleicht viele schön finden würden. Wer jetzt aber sieht, wie das abgebildet ist, die Figuren immer da drauf. Ne. Ich werde, wie gesagt, eine Rezension auf jeden Fall dazu drehen, weil ich euch die Reihe wirklich ans Herz legen möchte. Und definitiv ist da keiner ein Coverkauf bei. Die kosten 10,95 Euro und jetzt nicht erstrecken. Ich meine, der geht noch. Das Cover geht noch einigermaßen. Ja. Warum mich das so stört, ist, erstmal ist sie sehr schlecht drauf. Also es gibt noch andere Bilder, wo sie noch schlechter aussieht. Dann haben wir hier ein Skelett, was jetzt auch nicht so ist, aber die ganze Kombination, die verschiedenen Farben. Und das Schlimme ist jetzt bei dem Buch auch noch, das ist vorne grün und man sieht im Hintergrund einen Friedhof, wenn man genau hinguckt. Oh, Tisch quietscht. Und hinten wird es dann blau. Ja. Also, die Cover. Ich habe das erste Buch gewonnen. Ich hätte es niemals mehr gekauft, weil es mich einfach abgeschreckt hätte, diese Bücher zu lesen. Entschuldigung, aber es ist einfach so. Worum es geht, um Pepper Martin. Und da kann ich euch natürlich sagen, worum es geht, weil ich, das war wirklich der Knaller des letzten Jahres. Das hat mich so überrascht. Ich habe gerechnet mit einer Buchreihe, die wirklich so und rauskam. Oh, die ist ja richtig gut. Pepper Martin ist ein bisschen verzogenes Gör, kann man sagen. Ein bisschen. Ihr Vater war oder ist Chirurg, hat aber ein paar Fehler gemacht, sitzt im Knast, sie ist all ihr Geld verloren, sie wollte einen Typen heiraten. Auf dem College ist sie nur gewesen, um Kunst oder so zu studieren, also um überhaupt irgendeine Tätigkeit zu haben, um reiche Männer kennenzulernen. Ihr Verlobter hat sie verlassen, nachdem er das rausgekriegt hat, dass der Vater in den Knast kommt. Und sie arbeitet jetzt als Friedhofsführerin. Dann passiert Folgendes, sie stößt sich den Kopf und auf einmal sieht sie einen Toten, und nicht irgendeinen Toten, sondern einen Mafia-Boss, an dessen Grab sie sich gerade den Kopf gestoßen hat. Ja, diese Reihe ist wirklich total toll. Ich verrate jetzt nicht mal mehr, mehr kommt in der Rezension. Es gibt keinen, ich glaube doch Sex gibt es im dritten Band, aber nur fast Sex. Und selbst wenn, ist es bei dem Buch, glaube ich, so, dass es dann kommt und die küssen sich und die fassen sich, ich sag's jetzt mal nett, also für auch unter 18-Jährige, und dann kommt die Ablende und der nächste Morgen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Also es ist eine wirklich schöne Reihe, es sind wirklich relativ lustige, es sind lustige Bücher. Ich mag den Humor. Es ist nicht so, dass man jetzt wirklich wie bei Frauenromanen die ganze Zeit einfach auf den nächsten Joke wartet und ziemlich viel lacht, so ist es nicht, aber es ist eine wirklich, wirklich gute Reihe. Pepper Martin ist übrigens rothaarig. Sie heißt eigentlich, oh Gott, so ein furchtbarer Name. Nicht Penelope, oder doch, irgendwie so eine Richtung. Sie hat rote Haare und das möchte ich jetzt mal, also das habe ich auch Casey Daniels geschrieben, ich habe auch ein bisschen Kontakt mit ihr gehabt und was ich total süß fand, sie hat mich mal eingeladen zu einer Lesung. Das Problem ist, dass ich nicht einfach so in die USA komme. Irgendwie spielt das auch in den USA und zwar in, habe ich jetzt vergessen. Sie hat natürliche rote Haare und trägt verdammt viel Rot und Orange. Nee. Aber egal. Ich kann euch die Reihe wirklich empfehlen. Pepper Martin ist eine wirklich schillernde Persönlichkeit, die sehr viel Klamotten im Kopf hat und feststellt, dass das Leben sich nicht nur um das eine dreht. Und dass Jobs dafür da sind, dass man Geld verdient, wirklich. ja. Ach, das ist so ein. Ich habe so ein paar Schätze, die ich euch am Schluss noch mal vorstellen möchte. Also am Anfang, also was wirklich ein Schatz war, war Stadt der Finsternis und ein Zugsteakhouse ist natürlich auch toll. Die sind alle toll und ein wirklicher Schatz ist auch Pepper Martin. Also ich wirklich sagen würde, wenn ich mich von all den Büchern entscheiden möchte, dann die. Jetzt habe ich noch ein paar andere Schätze. Das, was jetzt kommt, ist gut, ist aber nicht, ja. Und zwar Janine Frost, Blutrote Küsse. Wenn ich diesen Roman nur gelesen hätte, hätte ich gesagt,
Aha. Ja, der gehört auch in die Kategorie. Ja. Ach, dazu muss ich erwähnen, dass Pepper Martin die einzige, ja, die einzige ist, die zumindest am Anfang ein ganz normaler Mensch ist und dann halt nachher erst dieses mit dem Geistern sieht und ja. Ja. Janine Frost, sie ist. Wobei, ich ist der ist auch normaler Mensch. Jetzt denken die alle, kommen jetzt in die Puschen. Also. Sie ist sozusagen ein Dampir, sie stammt von einem Vampir und einer Menschenfrau ab. Und dieser Roman ist sehr einfach. Ich wusste, wie es ausgeht. Es gab zwar eine sehr lustige Szene, oder was im zweiten Buch, eine sehr lustige Szene, aber die Bücher danach werden besser. Die werden richtig gut. Hierbei geht es um. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Cat, genau. Cat ist halt Halbvampirin oder auch, ja, viele in der Welt, Fantasy-Welt würden sagen, Dampirin, die Vampire jagt, weil ihre Mutter halt vergewaltigt wurde und sie erzeugt wurde. Und sie jagt die Vampire, bis sie auf Bones trifft. Bones ist ein besonderer Vampir und sie jagt auf Vampire machen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Die Bücher danach werden richtig gut. Ich würde ja auch sagen, vergiss diesen Band, lest die nächsten, aber das gehört nun mal dazu. Ich musste mich ein bisschen durchquälen. Erschienen ist das im Blanc Valais Verlag. Ja. Und wie gesagt, es kostet nur 7,95. Es ist nicht die Welt. Vielleicht gefällt es euch auch. Es ist erotisch. Es wird ziemlich oft so Andeutungen gemacht. Ja, würde ich auch eher für die etwas älteren Leser empfehlen. Jetzt kommt. Ach nee, noch eine Reihe vorab, bevor ich die vier, ja, drei Highlights, es sind noch zwei Reihen. Also einmal Dark Swan von Richelle Mead. Kennen wir alle unter. Richelle Mead kennen wir nicht unter Synonym, sondern sie hat halt Vampir Akademie geschrieben, wo jetzt der letzte Band oder angeblich der letzte Band erschienen ist. Ich habe ihn noch nicht, ich muss ihn noch lesen, wer jemand bespoilert mich. Hier geht es um Eugene Markham. Sie ist Schamanin und sie macht halt auch sowas wie Austreibung und es fängt halt so extrem lustig an. Und zwar, dass ein Geist, ein Kobold, irgendwas, irgendein Wesen jedenfalls, in den Schuhen von ihr, in den Turnschuh von jemandem steckt und den daher quält die ganze Zeit. Ja.